melde mich zurück mit einem neuen Video. Endlich. Ich weiß, ich habe mir wieder total viel Zeit gelassen. Aber es war einfach keine Zeit. Ich habe das nicht auf die Reihe bekommen durch diesen ganzen vorweihnachtlichen Stress. Und dann waren wir natürlich alle der Reihe nach auch schon mal krank. Aber ich bin wieder da und es gibt wieder neue Videos. Und heute habe ich einen Filmtipp für euch. Denn ich war letztes Wochenende mit meinen Kids im Kino, wie ich das ja so gerne an Sonntagen mache. Ja, und diesmal war es besonders schön, weil wir im Kino waren und aus diesem kuschelig warmen Kino dann an die frische Luft auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind. Und der Film Pinguine aus Madagaskar, den ich euch heute kurz vorstellen möchte, der war echt super. Ich will euch noch nicht genau verraten, worum es in dem Film geht, weil ihr das gleiche seht. Ich hatte ein Interview gehabt mit Thomas D., der eine der vier Pinguine spielt. Die Serie, die schaut mein Sohn immer im Fernsehen. Und eigentlich sind das ja Nebendarsteller aus den Madagaskar-Filmen, ne? Mit dem Löwen Alex und der Giraffe und dem Nilpferd, Flusspferd. Ja, und diesmal haben sie eine Hauptrolle in ihrem ersten eigenen Kinofilm. Und die Fanta 4 haben die Synchronstimmen gesprochen. Und die durfte ich interviewen, nur als ich da war, war nur noch Thomas da. Was aber auch nicht schlimm war, weil der hat das nämlich ganz toll mit mir gemacht und hat mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil er natürlich gesehen hat, wie aufgeregt ich war. Ich kam nämlich da rein und es waren total viele Medienvertreter da. Es war eine ganz komische Situation, das sind ja alles alte Hasen und Profis und ich darf mein Zettel. Und ich wusste ja im Vorfeld Bescheid, dass man da erstens extrem pünktlich sein muss und zweitens die Fragen vorbereitet haben muss, weil man hat nur 5 Minuten Zeit und egal was ist und egal was kommt, man muss dann raus. Weil es waren echt viele Leute da, die den Thomas dann bzw. die Fanta 4 interviewen wollen. Und als ich dann dran war, sind die anderen drei aufgestanden und sind gegangen und ich saß dann mit Thomas D. alleine. Die Fragen waren aber auf alle vier eigentlich abgestimmt. Ja, da musste ich ein bisschen improvisieren und ihr seht das gleich im Video. Ich war so nervös, weil das einfach für mich eine ganz andere Situation ist. Ich sitze hier vor der Kamera und mache das hobbymäßig und auf einmal sitze ich da vor ganz vielen Leuten, die mir alle zuschauen. Kameramänner und Assistenten und eine Frau, die neben mir stand und mir die Minuten angezählt hat, die ich noch verbleibend habe für das Interview. Und ja, trotzdem muss man bei der Sache bleiben und natürlich aufmerksam zuhören, um die Frage dann wieder auffassen zu können. Aber er hat es gemerkt und hat mir unter die Arme gegriffen und es hat dann doch ganz gut geklappt, glaube ich. So konnte er zumindest erzählen, worum es in diesem Film geht und hat mir die Nervosität ein wenig genommen. Aber ihr seht es gleich, ich war wirklich so geglänzt und habe so gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Aus Verlegenheit, somit versuche ich das immer zu überspielen, aber es sieht eigentlich total dämlich aus. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, für euch das Interview zu machen und das seht ihr jetzt. Schaut mal rein. Hallo Thomas, ich bin Mina, ich habe einen YouTube-Channel. Wir sind ganz viele weibliche Zuschauer und die freuen sich natürlich ganz besonders jetzt auf dieses Interview. Ich habe das schon mal vorweg angekündigt und ich darf ja vorweg sagen, die Fanta 4, das sind ja so, oder ihr seid ja die Helden meiner Kindheit. Und was noch viel cooler ist, mittlerweile seid ihr ja auch die Helden meiner Kinder, ihr sprecht nämlich, ihr seid die Synchronstimmen der Pinguine aus Madagaskar. Ich durfte mir alles schon anschauen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hintergrundinfo. Aber meine Zuschauer nicht. Und deswegen würde ich ganz gerne wissen, erzählt mal ein bisschen, oder du in dem Falle, alle anderen sind ja jetzt mittlerweile schon weg. Deswegen freue ich mich, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Gerne. Was erwartet uns in diesem neuen Kinofilm? Der wird ja demnächst veröffentlicht, 27. Ja. November. Und warum sollte man ihn unbedingt schauen? Er ist wahnsinnig lustig. Er ist wirklich, ich habe so gelacht, wir haben ihn ja schon sehen dürfen und ich lag am Boden. Das ist wirklich toll. Ich meine, die Pinguine sind als Nebencharaktere, als Sidekicks von den großen Tieren bekannt geworden aus Madagaskar und haben sich aber dann schon früh so eine Position, ich glaube auch in den Herzen der Zuschauer, erkämpft. Dadurch, dass sie so eine eingeschworene Einheit sind, so ein geiles Team, jeder so spezielle Fähigkeiten hat und sie so eine Chaos-Truppe sind gleichzeitig, die aber irgendwie dann doch immer wieder schafft, aus den Situationen rauszukommen und am Ende das Böse zu besiegen. Und jetzt haben sie ihren eigenen abendfüllenden Kinofilm und der ist wirklich sehr sehenswert, weil das Chaos-Team ist wirklich voll am Abräumen. Wir sind überall auf der Welt unterwegs, Venedig ist wahnsinnig sehenswert, was da abgeht mit den Herren. Und sie treffen auch echte Geheimagenten, weil sie sind ja eigentlich selbsternannte Geheimagenten, die mit wenig Ausrüstung immer versuchen, den Fall zu lösen. Dann treffen sie echte Geheimagenten, die natürlich viel mehr Ausrüstung haben, aber deswegen eigentlich gar nicht unbedingt cooler sind. Und nehmen den Kampf auf gegen den Superbösewicht, der diesmal wirklich faustdick hinter den Ohren hat und nichts weiter vorhat, als die gesamte Pinguin-Rasse zu nicht unbedingt vernichten, aber zumindest viel weniger süß zu machen, als die Pinguine bis dato für die meisten Menschen ja sind und waren.
Und es ist actionreich, es ist auch was fürs Herz dabei, ja. Der Kowalski, meine Wenigkeit, verliebt sich. Und es ist eine ganz, Okay. ganz tolle Romanze, die sich da entwickelt. Und das ist also Spaß, was fürs Herz, Humor, der eben für die Erwachsenen ist, genauso wie Humor, der auch für die Kinder ist. Das Ganze auch noch in 3D, also da ist echt was gebacken. Und das ist auch was, was bleibt. Also es ist nicht nur ein Popcorn-Kino, sondern ich finde, es transportiert auch die Werte, dass man als Team gemeinsam etwas machen kann. Dass selbst der Kleinste im Team, das Maskottchen, der Skipper, der eigentlich nur, weil er so süß und knuddelig ist, immer nach vorne geschoben wird, dann am Ende tatsächlich die ganze Mannschaft noch den Karren aus dem Dreck zieht. Ja, das ist schon toll. Das klingt total vielversprechend. Da freue ich mich schon sehr drauf. Du sagtest gerade Chaostruppe. Ihr seid ja auch so eine kleine Chaostruppe Ja. und schon seit 25 Jahren mittlerweile unterwegs. Ja. Wie würdest du deine Bandmitglieder mit einem Wort beschreiben? Mit einem Wort Jeden alle, mit achso, jeden einem treffenden Einzelnen, Wort. okay. Michi, heimlicher Chef. Smudo, unheimlicher Chef. Andi, der stille Chef im Hintergrund. Und Das du waren dich jetzt ein paar selber? mehr Worte. Und du dich selber? Ich bin die rechte Hand von allen, von den Typen, keine Ahnung, der Philosoph. Super, ihr hattet also ganz viel Spaß im Studio. Ja. Ihr habt ja auch schon in den Madagaskar-Filmen gesprochen. Und da habe ich auch das versucht, schon so ein bisschen rauszuhören. Aber der Kowalski, der ist mir hängen geblieben. In dem Falle war das wirklich super. Ich freue mich sehr auf diesen Film. Und du hast schon so viel erzählt, eigentlich reicht mir das. Den Dankeschön. Rest soll es eigentlich dann im Kino geben. Genau, der Rest wird von Kowalski, Skipper, Vielen lieben Rico Dank. und Private selbst erzählt. Gerne. Prima. Dankeschön. Bitteschön. Ah, aber was du nicht weißt, ist, dass Dirk Dave. Dave gegen niemanden sein Bazooka-Serum Medusa-Serum. Medusa-Serum einsetzen kann. Der letzte Teil ist korrekt. Zeig's ihm. Das war's von mir und Thomas, beziehungsweise von Thomas und mir, der Esel geht voran. Aber ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr habt Lust bekommen, euch diesen Film anzuschauen, denn der läuft jetzt schon in den Kinos. Also schaut auf jeden Fall mal rein mit euren Kindern oder alleine, wie auch immer. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das kommentiert. Ich lese das doch so gerne. Und wenn ihr im nächsten Video auch wieder einschaltet. Weitere Filmempfehlungen findet ihr hier, nämlich meine Top 5 Lieblingsfilme aus dem Oktober. Abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr Lust habt, dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Bis dann!